Und hier ist sie wieder, die 10-Euro-Überraschungsshow. Verschiedene Produkte, ein Preis. Das ist die 10-Euro-Überraschungsshow bei Pearl TV. Ja, es ist genau 17 Uhr und Sie haben natürlich perfekt eingeschaltet hier bei Pearl TV zu unserer 10-Euro-Show. Bedeutet, eine ganze halbe Stunde lang kommen jetzt hier Produkte, die alle auf 10 Euro runter reduziert sind. Sie können alle Produkte bis zu 5-mal bestellen, es sei denn, es kommt der Preisalarm. Das werden Sie aber sehen, verspreche ich Ihnen. Und wir wissen alle nicht, was auf uns zukommt. Die Einzige, die das weiß, ist Diana und die holen wir jetzt direkt zu uns. Dann machen wir das nochmal. Eine goldene Regel noch, wenn Ihnen ein Produkt gefällt und wir nichts anderes sagen, dürfen Sie jedes einzelne Produkt bis zu 5-mal bestellen. So. Sie läuft an dir vorbei. Sie will ihn auch stark mit dir. So, ich bin Monika, wir sehen dich. Wir sehen dich. Das hat so einen leichten Arroganz-Eindruck gerade. Das ist eine Uhr, ja, aber mit einem eingebauten, eine Wetterstation. Wir haben nämlich hier auch noch den Fühler für draußen. Aber schau mal, wie schick das gemacht ist hier in dem Schwarz. Also wir sehen die Uhrzeit hier, wir sehen die Temperatur, wir sehen die Luftfeuchtigkeit, wir können die aktuelle Wettervorhersage sehen und die Temperatur draußen, klar, mit dem Fühler dann. Also Wetterprognose sehen wir, das ist ganz einfach aufgrund der Rechnung, sagt er das, was in den nächsten Stunden passieren wird. Mhm. Ich habe jetzt gerade Hoffnung, weil war es bei Ihnen auch so schummrig heute und Schnee und Ähnliches. Also wenn ich jetzt die Wetterstation anschaue, bekomme ich Hoffnung. Haben wir irgendwas vergessen, Monika? Nee, ihr habt alles wunderbar aufgezählt. Natürlich auch noch hier mit der Weckerfunktion dabei. Auch hat auch noch eine Snooze-Taste. Also wenn Sie sehen, es regnet, einfach noch mal ein bisschen länger im Bett bleiben. Da muss man gar nicht so schnell raus. Also ich finde das richtig praktisch, wenn man sich vorbereitet hat, was man denn anzieht. Weil meistens bin ich immer einfach zu kalt angezogen und dann wird man ja auch ganz schnell krank. Das ist richtig, ja. Finde ich sehr schön, wenn eine Weckerfunktion mit dabei ist, kannst du dir das Teil mal sehr hervorragend ganz einfach mal neben das Bett stellen, mal als Uhr, als Wecker im Allgemeinen. Und sobald du morgens wach wirst, guckst du mal drauf, weißt A, wie spät es ist und B, wie sieht es denn eigentlich aus? Raumtemperatur logischerweise für innen, mit der entsprechenden Luftfeuchtigkeit, Schimmelprävention und so weiter und natürlich auch das Wetter von draußen. Und dann kannst du dich spontan entscheiden, ob du dich nochmal rumdrehst und sagst, weißt du was? Ja, zumindest wenn du nicht arbeiten musst. Oder ob du aufstehen möchtest. Ich möchte darauf hinweisen, es geht knapp noch 4 oder 5 Wochen, dann ist Ostern. 4 Wochen sind es, glaube ich, noch. Ja. Sowas ist auch gerne mal eine Kleinigkeit zu Ostern, dass man verschenken kann. Richtig, Wetterstationen sind ein gern entgegengenommenes Geschenk. Das kann ich mir auch gerne auf dem Schreibtisch vorstellen. Ja, sehr schick. Auf dem Nachttisch natürlich durch die Weckerfunktion. Schreibtisch auch Weckerfunktion, je nach Job. Ja, das ist ein Feierabend, nicht verpennst. Ja. Aber ich finde es toll. Hilfreich für die Produktivität. Fällt mir Witz von Ingo ein. Der da wäre. Wie sich die zwei im Büro auf dem Flur treffen, sagt der eine zum anderen, kannst du auch nicht schlafen. Ich dachte, das liebste Spiel auf Ämtern, Beamten-Mikado. Oh, jetzt nee. Ich kenne alle Klischees auspacken. Den Dreikampf. Also, Sie sehen für alle Berufsgruppen und wir haben Spaß hier an der Wetterstation für 10 Euro. Einzigartig, vor allem natürlich mit Außensensor. Das muss ich jetzt nochmal dazu sagen. 60 Meter Reichweite. Super. Den Außensensor bitte an einem schattigen Plätzchen anbringen im Außenbereich. Dann haben Sie auch wirklich realistische Ergebnisse der Temperatur. Weil wenn man den mitten in die Sonne hängt, dann steht da im Sommer plötzlich mal 70 Grad. Das ist nicht ganz realistisch. Eher unrealistisch. Wir haben auch noch einen wunderbaren Kundenbeitrag von dem Timo. Ich benutze das Thermometer mit Außensensor, um die Temperatur in der Garage zu überwachen. In der Garage steht eine Pumpe, um diese vor Frostschäden zu schützen, überwache ich die Temperatur. Ja, natürlich auch dafür ist es wunderbar gemacht, einfach den Außensensor anbringen. Sie können hier sogar bis 3 Funk-Außensensoren zeitgleich verbinden. Also richtig klasse. Ich sage Ihnen natürlich auch gerne noch die Bestellnummer. Das ist die NX 6877 und die 569. Und ich bin schon ganz gespannt, wie es weitergeht. Ja, dann machen wir einiges vor uns. Weil so ein Außensensor in der Garage wäre ja dann auch später ein Innensensor, oder? Ja, aber das ist ja egal, wo du den einsetzt, aber Frostschutz in verschiedenen Räumen. Das macht wirklich viel Sinn. Also auf die Idee wäre ich jetzt gar nicht gekommen, aber klar. Und wir machen weiter mit UFOs. Mit UFOs? Und zwar ganz vielen UFOs. Also UFOs. Leuchtenden UFOs. Ah, ich glaube, von denen ist UFO noch mal. Achtung! Oh, wei. Oh, wei. Wie viel haben wir denn davon? Dreier-Set, das werden ja immer mehr, die du da auspackst. Lass mal gucken. Das ist ein 6er-Set sogar. Wow. Also 6 Stück für 10 Euro. Das ist jetzt mal eine richtige Ansage, Freunde. Superhelle COB-LED-Unterbauleuchten. Wir nennen sie auch ganz gerne mal LED-UFOs, weil sie eben rund sind.
mit Timerfunktion in der Summe 120 Lumen, wenn du das möchtest. Also wirklich sehr, sehr hell und vor allen Dingen auch erweiterbar, wenn dir 6 Stück nicht reichen. Und du sagst, ich möchte ganz gerne noch mal mehr dazu haben, dann ist auch das überhaupt kein Thema. Jetzt frage ich mich gerade, warum erweiterbar? Ah, weil wir hier eine Fernbedienung auch mit dabei haben. Das heißt, du kannst sie so anklicken, ja, einfach drücken, dann gehen sie entsprechend an oder eben aus. Oder du machst das Ganze mit der Fernbedienung. Als Unterbauleuchte gedacht, aber ich habe diese Dinger also auch bei mir im Schrank. Ich habe so eine Schrankwand und da habe ich jeweils unten und oben ein LED-UFO reingehängt. Das sieht schön aus. Stelle ich mir auch vor, die sind ja selbstklebend. Ich habe übrigens auf der Fernbedienung gesehen, man kann auch eine Timer-Funktion einstellen, 30-Minuten-Timer, und man kann sie dimmen, also auch auf halbe Kraft leuchten lassen. Aber die sind schon sehr, sehr stark. Ich kann mir das auch wirklich zur Beleuchtung, ich muss mal schauen, schau mal, eine Arbeitsfläche, guck dir mal den Tisch an, wie hell der plötzlich wird. Also eine Küche unter den Hochschrank kleben. Super. Und ein 6er-Set für 10 Euro inklusive Fernbedienung ist schon enorm. Also ich habe ein 4er-Set bestellt, auch schon wieder 2-3 Jahre her. Das sind die, die bei mir im Schrank hängen. Die haben, glaube ich, knapp 25 Euro oder was gekostet für 4 Stück. Jetzt kriegst du hier 6 Stück für gerade mal 10. Das ist wirklich mal eine richtige Ansage. 2 Leuchtmodi, wie gesagt, 50 oder 100% Helligkeit, wenn das Ganze hier zu hell ist in der Küche mitunter. Dann kann man das Ganze also auch nochmal um 50% runterdimmen. Das Ganze ist mit Batteriebetrieb. Das bedeutet, Sie können also hier auf ein Kabel gänzlich verzichten, was ich immer sehr, sehr praktisch finde. Mache ich bei mir zu Hause übrigens auch. Und die halten ewig, kann ich Ihnen sagen. Und die Anneliese aus Elmshorn schreibt uns, in Räumen ohne Licht sehr gut zu gebrauchen. In dunklen Räumen oder Gängen, Treppen, Gartenhäuser ohne Strom sehr gut. Die Fernbedienung ist einfach zu bedienen. Recht hat sie. Schön. Ja, man braucht sie ja nicht mal. Du kannst da drauf drücken, du kannst auch manuell anmachen. Ja. Also wenn man, aber ich finde es schön, dass bei der Fernbedienung auch eine Wandhalterung dabei ist. Mhm. Man macht die also so fest und die ist übersichtlich ein-, aus-, dimmen 30 Minuten. Also kannst du nichts falsch machen. So ein Dimmer finde ich auch nicht schlecht, wenn du eben eine Vitrine dann irgendwann mal sagen willst, komm, nachher gehst du mal aus von allein, wenn du das als Vitrinenbeleuchtung machst. Einmal draufklicken, dann hat sie eben den 30-Minuten-Timer. Batteriebetrieben, also kabelunabhängig. Also ich finde das richtig klasse. Für das Licht für dunkle Stellen, egal ob im Schrank oder einer finsteren Ecke, im Schrank natürlich auch ein Thema. Gerade auch diese Schrankbeleuchtung ist ja momentan so schwer angesagt. Ja. Wenn du mal schaust in den Möbelhäusern, dann gibt es also gerade in Kleiderschränken häufig diese Beleuchtung. Die ist leider sehr teuer und in der Regel dann also auch kabelgebunden. Da muss man mal gucken, dass man auch eine entsprechende Steckdose in der Nähe hat. Die ist dann für alles andere wieder mal blockiert. Hier packen sie ein paar Batterien rein und haben dieses Licht wirklich überall. Was kostet sowas bei Pearl? 24 Euro, überleg mal. Ja, also trotzdem immer noch günstig. Auch ein 6er-Set, ne? Wahnsinn. Ja, also finde ich da schon recht günstig. Wäre ich locker bereit dafür zu bezahlen. Muss ich aber nicht und müssen Sie auch nicht. Denn Sie bekommen das 6er-Set unserer Unterbauleuchten, unserer LED-UFOs für gerade mal 10 Euro mit der Bestellnummer NC7730 und der 569 erweiterbar. Und deswegen sei der Hinweis nochmal gestattet, Sie können gerne bis zu 5-mal pro Besteller zugreifen. Das heißt, man kann also ein ganzes Haus, sein ganzes Grundstück, Räumlichkeiten ohne Ende mit LED-UFOs bedienen. Bestimmen. Aber bitte immer schnell sein. Wir haben nur ein begrenztes Kontingent für diese 10 Euro. Das heißt, wenn es weg ist, gilt sofort der Normalpreis. So, Diana ist wieder etwas rätselhaft unterwegs. Ich glaube, was für alle. Was ist Becky, was ist denn deine Lieblingsfarbe? Grün. Grün. Dankeschön. Wie heißt das auf Badisch? Was ist das? Feschbabrettler. Oh, du bist gut. Der Badisch-Grundkurs hat sich gelohnt. Ich nehme Blau, bitte. Blau. Ist das, ist das wirklich ein Fünferbrett? Es ist ein 6er-Set. Die rote bitte. In 6 verschiedenen Farben. Und ich nehme natürlich Pink. Und Moni macht schon ganz richtig. Jede Person eine Farbe. Also endlich kein Streit mehr um die Brettchen. Ja. Oder auch keine Geschmacksveränderungen durch irgendwelche Brettchen. Kennt ihr das, wenn ihr auf dem Brett Knoblauch geschnitten habt und dann irgendwas anderes und was nimmt diesen Knoblauch? Oder Zwiebeln oder ähnliches. Das ist immer so erst Knoblauch oder Zwiebeln und dann so ein Marmeladentoast. Auf einmal wunderst du dich, warum dieser Toast irgendwie nicht nach Marmelade, sondern eher nach Zwiebel schmeckt. Die Marmelade nach Zwiebel schmeckt. Zwiebelmarmelade ist ganz fein. Nein, ich finde das aber schön. Hier könnte ich mir auch gut vorstellen, dass du einfach so einen kleinen Stift als Halterung machst und das ohne dass es in den Schrank räumen musst, sondern an die Wand hängst praktisch. Stimmt. Und dann kannst du das eben jeweils entnehmen, wenn du es entweder als Schneidebrett nimmst, eben wenn du schneiden musst, oder als Feschbarbrettle, wenn es dann zum Abendessen geht. Steht sogar in der Beschreibung, auch zum Feschbarn und Frühstücken. Ja, also ist das, ist Feschbarn
Ich denke immer, das ist ein Dialektausdruck, Feschbann. Aber wenn es da drin steht, kennt man das? Kennst du das Wort Feschbann? Naja, ich kenne es ja, weil ich ja in Baden-Württemberg auch gelebt habe. Ja, doch, aber hier habe ich das auch gehört. Also gut, dann ist Feschbann. Aber da gab es andere Wörter, die mich sehr aus dem Konzept gebracht haben. Strecken zum Beispiel. Oder Bäpperle. Aufkleber. Bäpperle, ja. Ja, ja. Oder Stege, wenn man Stege schweife, gell? Das kenne ich nicht. Ja, ja, jetzt wie bitte? Du hast schon die Stege geschweift. Wir reden aber schon noch vorwärts, oder? Okay. Kurz zur Übersetzung, wir reden immer noch von also die Stege schweifen heißt die Treppe fegen. Ja, ja, das ist die Stege schweife, Mensch. Badisch für Anfänger, auch hier in der 10-Euro-Überraschungsshow. Aber die Brettchen, die kriegen sie auf jeden Fall ohne Badischkurs für 10 Euro. Für nur 10 Euro richtig. Spülmaschinen geeignet sind sie auch noch. Rutschfest, BPA-frei, selbstverständlich auch. Und die haben auch so eine antibakterielle Oberfläche. Auch das sehr, sehr praktisch. Für nur 10 Euro bestellen Sie das doch direkt mit. Die NX 3305 und die 569 ist Ihre Artikelnummer. Also ich glaube, auch für die Kleinen ist das ein super Hit, wenn jeder seine eigene Farbe hat. Morgens zum Frühstücken gibt es dann keinen Streit, denn gerade morgens kann man sowas überhaupt nicht gebrauchen. Streitereien ums Feschbarbrettle. Oha, oh ja, jetzt geht's aber los hier. Dankeschön. Partystimmung hier bei Pearl TV, vielleicht auch bei Ihnen zu Hause, denn jetzt reden wir über den Preisalarm. Und wie wir eingangs schon sagten, werden wir definitiv auch in dieser Sendung einen Artikel haben, den Sie bitte nur einmal pro Besteller ordern dürfen. Aber das lohnt sich in der Regel ganz besonders. Jetzt bin ich gerade ein bisschen überfragt, was das ist. Ist das so ein Lockpicking-Set, so ein kleines? Genau, es ist ein Lockpicking-Tool mit Übungsschloss. Okay. Und Lockpicking, das kennen Sie vielleicht, ist mittlerweile sogar richtige Vereinigung. Also Schlösser aufmachen ohne Schlüssel ist das. Aber da gibt es mittlerweile deutsche Europa- und Weltmeisterschaften. Einbrecher? Ja, nicht für Einbrecher, nein, das ist wirklich, das ist ein Geduldsspiel. Ja? Das ist ein Geduldsspiel, aber man kann sagen, dass so Lockpicking-Sets werden zum Beispiel in verschiedenen Krimis mal von den Geheimagenten verwendet. Ja, natürlich, aber hier, wir machen es nur als Geduldsspiel. Und es ist faszinierend. Wir haben ja auch die großen Lockpicking-Sets und ich weiß, wenn du da einmal dranhängst, du hörst nicht mehr auf. Ja, so, das heißt, Rebecca. Schöne Sache. Du bekommst es um deinen Fingernägel nicht auf. Carsten, sei doch mal Gentleman. Okay, nimm du das und das andere. Sehr freundlich. So, ach so, das jetzt ist auch zugedreht los. Hier oben, oder? Das ist aber echt schwer. Wer war das denn? Was soll das jetzt? Oh, passt mal auf. Hier schreibt uns der Felix. Gut geeignet, um für das Öffnen von Schlössern beim Geocaching zu trainieren und es dafür zu verwenden. Dann schreibt uns der Wilhelm. Gut, um den Schlossaufbau kennenzulernen. Und Agatha schreibt, das Produkt ist selbsterklärend, aber ich habe alle Schlösser im Haus zusammengesucht, weil es ein tolles Freizeitvergnügen ist, wie Puzzeln für Fortgeschrittene. Ich kann es nur empfehlen. Das ist eben so ein modernes Lockpicking, eben ist so ein modernes Geduldsspiel. Ne? Ja, und das macht richtig Spaß. Hat es jemand von euch geschafft schon? Nee, ich habe versucht, du mal, ich bin zu blöd dafür. Ach so, du bist so. Ist da festgeschraubt oder festgeklemmt. Aber ich sag mal, alleine hier mal so ein Übungsschloss zu haben, in das man reinschauen kann, das ist eben transparent. Und dann sieht man eben, wie diese einzelnen Stifte hier in den Kanälen drin sind. Und wenn man jetzt anfängt, da mit diesem Dietrich hier diese einzelnen Elemente aufzumachen, sieht man natürlich, ob man erfolgreich ist oder eben nicht. Und sowas mal als kleines Geduldsspiel, ganz einfach mal an so einem Skatabend, wenn man fertig ist und nach dem dritten Pilz mal auf den Tisch dann sagen, so Jungs, jetzt probiert mal euer Glück. Stopp oder nehmen. Stopp oder nehmen, genau. Und dann wird einfach mal so ein kleiner Wettbewerb gestartet. Was glauben Sie, was da für der Verlierer muss die nächste Runde zahlen. Ja, genau. Da bist du dann beschäftigt. Und wie sieht's aus, deine Erfolge? Keine. Dieser Blick. Wir arbeiten dran. Erinnern Sie sich noch, früher gab es immer diese Geduldsspiele mit den zwei Metallstücken, die irgendwie zusammen waren und mit einer genauen Kombination hast du die aufbekommen. Mit dem vergleiche ich das gerne. Ja? Und jetzt haben wir hier ein Übungsschloss, das ist transparent, da sieht man dann auch die Mechanik. Und dann probieren Sie es mal am Kellerschloss oder am Fahrradschloss. Einfach mal so ein bisschen Abwechslung reinbringen. Und ich muss sagen, das ist was, womit man, und Sie sehen es deutlich, Rebecca zum Beispiel jetzt 3 Stunden am Stück beschäftigen könnte. Hast du es auf? Dabei ist wir üben noch ein bisschen. Dabei ist das so einfach. Schau mal gerade. Achtung.
Ja, klar, mit dem Notfallschlüssel, ne? Übrigens, der Schlüssel ist ebenfalls dabei, ja? Also damit Sie auch mal sehen, was ein Schlüssel macht. Das ist ja zum Vormachen und dann kann man das mit diesem Lockpicking-Set nachmachen. Die Bestellnummer ist die NX3311 und die 569. Probieren Sie es mal aus. Und das war übrigens mal ein Gag-Wettbewerb und hat sich aber mittlerweile wirklich zu einem festen Hobby gemausert. Es gibt über 200 Vereine in Deutschland, die sich regelmäßig treffen. Und wie gesagt, es gibt deutsche Meisterschaften, Europa und sogar Weltmeisterschaften im Lockpicking. So nennt sich das modern. Und ich finde es toll. Das ist eine coole Variante. Da muss ich lange üben noch. Ja, also ich glaube, ich wäre auch eher in der Anfängerklasse angekommen. So, wir gucken mal, was als nächstes kommt. Zack. Juhu. Also mal ein anderes Knobelspiel, ne? Es gibt ja so richtige Knobelfans. Ja, 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 ja. Jetzt wird's klein. Ist auch mal was Feines. Ich tippe jetzt mal noch Schmuck. Grazie. Oh. Schmuck. Nee, jetzt wird's medizinisch. Ein Pulsoximeter. Ja. Ein Pulsoximeter? Ja, genau, ein Pulsoximeter. Ja. Dann messen wir gleich mal Puls und Sauerstoffsättigung. Mich erinnert das immer, und da weiß ich auch, wie wertvoll sowas ist. Als ich nach meiner Schulteroperation aufgewacht bin, hatte ich sowas am Finger. Ja. Und alle paar Minuten kam eine Schwester und dann nachgeschaut. Ich habe einen Puls von 72, das ist okay, und eine Sauerstoffsättigung von 98. Bitte schön, Carsten. Test nochmal über dir. So, Achtung, Finger aus. Puls 240. Jetzt ist Finger in, Achtung. Ich bin die Ruhe selbst. Puls von 84. Und Sauerstoff von 89. Das ist ein bisschen wenig, ne? Da musst du, probier's mal an den zweiten Finger noch, ja? Beziehungsweise an der anderen Hand. 89 wäre jetzt schon ein bisschen wenig. Aber wenn ich mich nicht irre, aber Rebecca, du hast den schlauen Zettel, ist das ein Medizinprodukt. Das heißt, das wird wirklich amtlich gemessen hier. Ein Medizinprodukt der Klasse 2. Im Messbereich von 70-99% können Sie die Sauerstoffsättigung prozentgenau feststellen. Und natürlich die Puls. Rate ebenso sehr genau. Und was wir gerade gehört haben, war diese Alarmfunktion, die ist natürlich jetzt durch unsachgemäße Benutzung provoziert worden. Nein, ich denke bei den Damen. Bei den Damen mit etwas längeren Fingernägeln ist es nicht ganz so einfach. Da muss man es genau anlegen. Also Sie haben es gesehen, bei mir hat es sofort funktioniert. Ich weiß nicht, bei dir, bei den beiden Fingernägeln wollen wir auch mal probieren. Also ja, bei mir ist das kein Problem. Ich habe es in einem Zuspieler, glaube ich, auch schon ausprobiert. Ah, okay. Wie sieht es bei dir aus mit der? Was habe ich? Ich habe 74 Puls und 96 Blutsauerstoffsättigung. Das ist auch jetzt okay. Habe ich 92 Sauerstoffwert. Ah, dann hol noch mal tief Luft, dann wird es 97. Gib ihm mal eine Sekunde. Der kalibriert sich immer noch so ein bisschen. Also Blutsauerstoff geht meistens immer noch so ein bisschen rauf und Puls geht immer noch etwas runter. Man merkt das auch, sobald man sich etwas bewegt, merkst du schon, dass da der Puls auch nur so zwei, drei Schläge nach oben schießt. Ja. 77, aber es ist eine super einfache Anwendung. Ne? Wir können das hier so rumreichen. In 0, nichts hast du die Ergebnisse auf dem Gerät selber direkt sichtbar. Und das ist natürlich nicht nur für Menschen geeignet, die darauf schauen müssen aus gesundheitlichen Gründen, sondern auch für sportliche Aktivitäten ist das super, so ein Medizinprodukt für nur 10 Euro nach Hause zu bestellen. Und ich würde es einfach mal behaupten, in der Apotheke zahlst du ein Vielfaches mehr für so mit Sicherheit. Mit Sicherheit. Ich glaube, jemand sowas für 10 Euro bekommen kann. Ja. Florian G. aus Ludwigsburg fasst nochmal seine Sicht der Dinge hier zusammen. Sehr einfache Möglichkeit, um aktuelle Daten nach dem und während des Sports zu bekommen. Und Jill I. aus Schönebeck hat uns auch geschrieben, Preis-Leistungs-Verhältnis sehr gut. Eigentlich sollte jede Familie dieses Gerät im Medizinschrank haben müssen. Recht hat sie damit. Guter Hinweis. Die Bestellnummer ist die NX8740 und die 569. Und es war unser Preisalarm, oder? Deshalb maximal ein Stück pro Besteller. Bitte hier dran denken. Dankeschön, Diana. Dankeschön, vielen Dank. Carsten, wir zwei. So, jetzt wir zwei. Jetzt, gleich in den Bereich Computer. Und mal eine vernünftige neue Tastatur zu haben, ist mit Sicherheit für den einen oder anderen durchaus interessant. Jetzt reden wir aber nicht nur von einer Tastatur, einer kabellosen im Übrigen, sondern eben auch von einer kabellosen Maus. Und ich darf Kollegen Ingo zitieren, der immer sagt, so einmal im Jahr sollte man die ganz einfach mal austauschen, weil sich da verschiedenste Verschmutzungen und so weiter reinsetzen. Ich weiß nicht, ob ich es jedes Jahr machen würde, aber ganz ehrlich, mal eine vernünftige neue Tastatur zu haben, ist bestimmt kein Fehler. Ja, mit Sicherheit. Weicher, leiser Tastenanschlag steht hier. Und ich habe hier von Heinrich aus
Uetersen eine Zuschrift. Auspacken, USB-Dongle einstecken und schon geht's los mit dem Arbeiten ohne irgendwelche Installation. Jetzt weiß ich, dass du teilweise für 5 Mäuse schon mehr, wesentlich mehr, nur die Maus, wesentlich mehr als 10 Euro bezahlst. Ja? Aber hier jetzt für 10 Euro Funk-Maus und Tastatur mit einem Dongle, das ist klasse. Also da könnte ich auch selbst nur für die Funkmaus, für den Laptop könnte ich 10 Euro ausgeben, weil die ist im freien Handel oftmals auch viel teurer. Mach nicht so, als ob du mit 10 Fingern schreiben könntest. So, wollt ihr wissen, was ich geschrieben habe? Ja, Kuverts kann ich fehlerfrei schreiben. Das Wort Kuverts kannst du auch fehlerfrei schreiben, oder? Haben Sie das schon mal gehört mit diesen Kuverts-Tastaturen? Das ist die oberste Buchstabenkombination, die heißt Kuverts. Deshalb ist das eine Kuverts-Tastation. Ja, und die amerikanische Layout ist übrigens anders und deshalb mit einer Kuvert sagst du eigentlich ein deutsches Layout. Ja, ja. Das Problem ist, Kuvert hat 6 Buchstaben. Also kannst du das mit einer Hand gar nicht schreiben, es sei denn, du bist schnell genug mit einem kleinen Finger. Du schreib mal eigentlich mit dem Daumen mit. Du hast das auch schon mal gelernt, oder? Daumen macht man, Daumen macht man immer Leertaste, richtig. Also hast du ja nur 4, dann brauchst du 6. Ich hatte damals in der Berufsschule, das ist 30 Jahre her, hatte ich Schreiben mit 10 Fingern. Mhm. Wie lange ist nichts übrig geblieben? Das war, nee. Ich bin mehr so dieser Zwei-Finger-Suchsystem. Also ich schreibe mit 5, mit 2 Fingern, wenn ich einen Kugelschreiber in der Hand habe. Ja? Also ich höre gerade von unserer Regie, ich bin so alt, ich habe noch in Steintafeln gemeißelt. Ja? Ist okay, das kommt zurück, liebe Regie. Aber das hier ist eben Jetztzeit. Ja? Und das ist klasse. Ich finde auch schön, eben extra Nummerntasten, ja? Also nicht so eingegrenzt, das stört mich immer. Und oben hast du noch jede Menge Funktionstasten, gerade mit diesen direkt anwählen. Das ist klasse für 10 Euro. Ich sage Ihnen auch schon mal die Bestellnummer, die PX 4194 und die 569, weil hier wird die Nachfrage riesengroß sein. Funkmaus, Funktastatur für 10 Euro ist ein Megaschnäppchen. Ja. Kann man immer gebrauchen. Also eine neue Tastatur ist immer schön zu haben, da freut man sich auch. Also gerade wenn man sehr, sehr viel tippt, wird man vor allem so eine Tastatur sehr schätzen, weil es kommt ja auch immer auf den Gegendruck an, ne? Hier bei so Tastaturen. Ja. Der ist hier sehr, sehr angenehm, sehr gut. Es ist nicht klapperig oder so. Es gibt also ja diese reinen Folientastaturen, wo du eigentlich gar nicht merkst, wenn du einen Buchstaben riechst oder fast nicht merkst. Mhm. Wenn du einen drückst, da begrüße ich sowas natürlich auch. Ja. Gerade für diejenigen, die an Schreibmaschinen gelernt haben, die werden das genau so schätzen und sind meistens nicht Fans von diesen glatten Tastaturen. Das habe ich mir schon mehrfach sagen lassen. Sehr solide. Also ich würde schon allein für die Tastatur 10 Euro zahlen oder für die Maus einzeln jeweils. Aber hier im Doppelpack wunderbar. Ja, ich sage Ihnen kabellos, ne? Finde ich genial. Ich sage Ihnen nochmal die Bestellnummer. Die PX 4194 und die 569. Und weißt du, ich musste ja vorhin ein bisschen lachen, wo die sagen Steintafeln. Ich habe wirklich in der allerersten Schulklasse, haben wir noch auf Schiefertafeln geschrieben. Ja? Ach, also gar nicht so weit hergeholt. Komm, mach weiter. Das ist schon ein paar Wochen her, ich gebe es zu. Ja? Hey, jetzt wird schwungvoll. Das muss was Besonderes sein. Wer hat was gehabt? Wir hatten, die Damen sind dran. Ich hatte sowas von. Die nachfolgenden Sendungen verschieben sich um ca. 25 Minuten. Oh, sehr leicht. Leichter als gedacht. Ja, das muss alles leichter als gedacht sein. Was ist das denn? Überhaupt kein Plan. Ich kann es nicht interpretieren. Irgendetwas, was man mit. Ich glaube, den Kofferraum, oder? Ja. So ein richtig. Richtig? Das ist so ein Ding, wo du kannst in den Kofferraum reinpacken, damit nichts verrutschen tut. Ja. Das sind Gegenstandbremsen oder Sicherungen. Wie nennt sich das? Kofferraum-Gepäckfixierung aus Schaumstoff, / Nylon mit Klett dreiteilig. Oh, da sehen wir es gerade. Also hier, ich glaube, so sieht es in vielen Kofferräumen aus. Aber damit kannst du eben fixieren. Du hast das gerade schön gemacht mit dem, Sarah sehen, mit dem Paket, ja, mit 2. Aber 3 dieser haben wir. Oder du kannst auch Sachen trennen. Und ich glaube, jeder hat schon mal was im Kofferraum gehabt, was dann hin und her gepoltert ist. Wenn du meinen Kofferraum sehen würdest, wüsstest du, dass es jeder Kurve poltert. Da gibt es einen ganz netten Trick. Du musst den so voll machen, dass nichts mehr rutschen kann. Ja? Also so viel reinschmeißen, bis überhaupt nichts mehr hin und her rutschen kann. Aber das ist natürlich klasse. Einkaufskörbe oder Einkaufstaschen im Kofferraum, wenn die mal umfallen oder wenn sie verrutschen, das kann ja auch eine größere Sauerei geben. Da bewegt sich gar nichts mehr. Deshalb finde ich das klasse. Über den Klett geht sicher. Das. Ja, was hat man alles im Kofferraum? Ich habe, glaube ich, 5 oder 6 Flaschen da drin. Das ist so ein Scheibenenteiser, das ist ein Glasreiniger, das ist Nachfüll hier für Spritzwasser, hier so Frostschutz und so weiter. Was habe ich da noch drin? Eine Flasche
wie heißt es? Cockpit-Spray oder? Ja, sowas in der Art. Mhm. Ja, nimmt den Felgenreiniger. Sowas alles. Ja, ja. Also man hat doch ständig irgendwas im Kofferraum drin, was gerne mal poltert. Und selbst wenn es so eine Kiste ist, ja, wo man seinen Krimskrams reinpackt, auch die poltert ganz gerne mal in einer scharfen Kurve von rechts nach links. Ich habe übrigens das dritte Teil davon, das besteht aus drei Teilen, dass man das hier sehr schön machen kann. Und egal, ob sie es so hinpacken oder leicht schräg, so wie es gerade passt. Und wir haben es bei Rebecca gerade gesehen, mit dem Klettverschluss hält das hier auf dem Teppich, dementsprechend auch bei Ihnen im Kofferraum. Und dann rutscht nicht mehr alles hin und her und poltert die ganze Zeit. Das ist eine coole Erfindung. Und du hast ja in jedem Kofferraum, der mir bekannt ist, hast du Teppich drin. Ja? Ja, ja. Das ja. heißt also, ist für jedes Auto zu verwenden, ja. egal ja. wie groß oder wie klein. Geh, Monika. Cool. Ja. Sagt auch der Konstantin, der schreibt, Produkt ist leicht auch an den Seiten im Kofferraum zu befestigen. Super. Oder die Marianne schreibt, hält zum Beispiel den Einkaufskorb im Kofferraum zuverlässig auf seinem Platz. Sehr flexibel. Die Bestellnummer hierfür ist die NX 9401 und die 569. Und ich finde das klasse, weil damit spart man sich Ärger, damit spart man sich Stress. Vielleicht jetzt auch gerade für die Urlaubszeit, die bald wieder ansteht. Das waren Mineralwasserflaschen. Grüne Mineralwasserflaschen, die da im Kofferraum sind. Komm, lass uns weitermachen. Also, Auto waren wir jetzt auch. Jetzt bin ich gespannt, wo es jetzt noch hingeht. In welche Produktpalette, wenn Ihnen was gefällt, bitte immer schnell sein. Und bevor Ihnen die anderen eben die Schnäppchen Dankeschön. Vor der Nase wegschlammen. Komm, wir machen das mal gemeinsam, Monika. So. Achtung. Oh. Tja. Das ist ein Saugstauber, oder? Wir bleiben beim Auto, ja. Das dürfte ein 12-Volt-Auto-Staubsauger sein. Ach, cool. Ich hätte jetzt gedacht, normaler Handsauger, aber nö. Nee, 12 Volt Anschluss und verschiedene Aufsitze, Düsen und Polsterreiniger ist mit dabei. Für 10 Euro ist das ein Megaschnäppchen. Den könnte ich mir direkt mit ins Auto nehmen. Also mein Auto hat es mal dringend nötig. Im Winter schleppst du ja dauernd. Du gehst 3 Meter und hast irgendeinen Mist unterm Schuh. Mhm. Und dementsprechend sehen meine Fußmatten auch aus. Genau. Also das ist schrecklich. Im Moment könnte ich also alle 2-3 Tage mal eben durchsaugen. Nur deswegen jedes Mal gleich zur Tankstelle fahren und dann immer gleich dein Geld reinschmeißen mit diesen blöden Düsen und mit dem langen Schlauch und auch da verkratzt du dir was. Dann doch lieber mal einen eigenen Staubsauger zur Hand haben, den man ganz einfach hier mit so einem 12-Volt-Anschluss verbindet. Und dann geht man mal eben kurz über die Polster, über die Fußmatten drüber, dann hast du es wieder vernünftig sauber. Weißt du, das bei den Tankstellen oder Waschparks mittlerweile kostet gefühlt 2 Minuten 1 Euro. Ja? Ja, so ist das. Das heißt also, 10-mal reingeschmissen, hast du den schon bezahlt. Mit einem, was kostet ein Euro oder was ich da reinschmeiße, schaffe ich nicht beide Seiten. Unabhängig davon muss ich drehen zwischendurch. Ich habe jetzt keine Minutenahnung, aber sind es 2, sind es 3, sind es 4 Minuten, aber eine recht kurze Zeit für 1 Euro. Ja? Ja. Und hier hast du für 10 Euro eigentlich für... Ja, solange das Gerät hält, also sehr, sehr lange den Staubsauger und einfach zu bedienen, nimmt wenig Platz weg. Also ich finde das klasse. Und schön ist auch, guck mal, weil du gesagt hast, du kommst nicht überall hin. Das Kabel ist richtig lang. Ja. Und du kommst von deiner 12-Volt-Steckdose mit Sicherheit durchs ganze Auto, auch wenn es ein Kombi ist oder ein langes Auto, auch bis zum Kofferraum. Das Gerät hat 2 Modi, ein und aus. Und der Paul aus... Okay, 2 Modi, an und aus. Okay. Der Paul aus Waldmoor. Ist die Einzige, die lustig fand? Mir ist einer, der lacht, weißt du? Ja, so. Ich fand den selber großartig. Mit dem Aufsatz wird Schmutz besser entfernt und nicht so lange warten bis zur nächsten Reinigung, da der Auffangbehälter nicht so groß ist. Bin zufrieden mit dem Produkt. Mich selber ja, aber auch schön. Wir arbeiten beutellos. Das ist auch, finde ich auch ganz wichtig. Ja? Du hast nirgendwo einen Beutel, sondern du entleerst dann den Behälter und du siehst ja, wann er voll ist. Ja. Ja, und gehst damit zum Mülleimer. Wie oft machst du dein Auto sauber? Jede Woche. Oh, oft. Jede Woche. Bist du auch so am Samstagmorgen auf dem Programm Auto waschen? Nee, immer donnerstags oder freitags vormittags, kriegt auch immer einen neuen Duftbaum. Und Carsten, ich könnte auch mal deinen Fußboden netterweise aussaugen, aber wenn ich das höre, dann... Hat sie das gerade echt angeboten? Das haben Sie mitbekommen. Das haben wir auf Band, ja? Ja, wenn wir das wissen, wir fahren alle zu Monika, stellen unsere Autos auf und dann kannst du alle sauber Gute machen. Gute Idee. Ja. Ja. Ohne immer Duft. Sauber sein. Bei mir bitte ohne Duftbaum. Ja, so, auch. Heute ist Mittwoch. Ja? Morgen. Ich kenne dich. Morgen mache ich mein Auto wieder sauber. Nee, nee. Ihr könnt euch hier diesen Staubsauger kaufen. Ja, den kaufen wir dir und du saugst ja, genau. unsere Autos. Das ist ein Deal, oder? Das ist ein richtig das guter ein Deal. Richtiger Deal. So. Das Schöne ist, wir könnten uns eigentlich alle einkaufen. Denn wir könnten diesen Artikel gerne bis zu 5-mal pro Besteller anbieten. Mit der Bestellnummer NC5876 und die 569 für einen beutellosen Nass- und Trockensauger. Übrigens, Feuchtigkeit kann der auch noch wegsaugen. Für einen 10er ist man ein echter Knaller. Und das war die 10-Euro-Überraschungsshow. Wir freuen uns auf das nächste Mal. Tschüss.